Mmh, oh, lecker, lecker, schmecker. Ich liebe Kuchen, ich liebe Kaffee. Es gibt doch nichts Besseres als Kaffee oder Kuchen in meinen Mund. Jeder, der jetzt abonniert, gibt mir automatisch einen Booty Slap. Los, abonniert! Sag mal, wir zocken heute den Café Owner Simulator. Und ich denke mal, jeder, der irgendwie schon mal was gebacken hat oder keine Ahnung, und ich weiß es auch von meiner Mama, der hat richtig Bock, so ein eigenes süßes kleines Café aufzumachen. Und genau das werden wir heute in diesem Spiel machen. Wir setzen dein Café um und ich möchte deinen Traum erfüllen. Ich klicke auf New Game, hab Bock, bin gespannt, was mich erwartet. Lass uns unser gemeinsames Café aufbauen. Let's go. Esse ich diesen Kuchen mit einem Löffel? Ja. Oh, das ist gar kein Ladebildschirm. Wer zum Teufel ist das? Warum ist unter seiner Nase 10 cm Platz? Und warum haben alle Bilder da hinten einen Strudel drauf? Guck mal, Niki, überall Strudel. Siehst du das hier, die Arme? Ich fasse es nicht. Oh! Wir haben jetzt irgendwie 50.000 Euro über und können jetzt mit dem Start von 50.000 Euro können wir hier unser eigenes Café oder so aufmachen, glaube ich. Nee, wir haben 7.000 Dollar. Guck mal, das ist doch ein wunderbares Gebäude von Café. Also, wer hier nicht gerne hinkommt. Ja, Toiletten sind schon mal da, aber auch ein paar Ratten. Ich denke mal, wir sollen erstmal ein bisschen aufbauen. Oh, wer ist er denn? Miau. Süß. Ach, wie sieht es hier denn aus? Nee, das kann hier so nicht weitergehen. Also den Müll müssen wir erstmal loswerden hier. Das geht so nicht. Hä? Wer ist er denn? Weg mit dir! Du Ratte, du! Jetzt haben wir schon ein bisschen Müll gesammelt. Mein Dings ist voll. Und jetzt kann man hier so einen Garbage-Truck rufen. Und der kommt dann einfach hinten ran und ich glaube, der füllt sich dann von alleine oder so. Okay, also wir können dann zwischendurch einfach so einen Garbage Truck rufen. Der holt dann den ganzen Scheiß ab. Ich mache jetzt hier erstmal sauber und dann gucken wir einfach, dass wir hier mal einen ordentlichen Kaffee verkaufen können später. Ne? Ist das ein Elch? Warum ist denn hier ein fucking Elch? Mitten in Spandau. Glaubt ihr das? So, ihr habt's gesehen, Task complete. Wir haben jetzt erstmal hier klar Schiff gemacht. Also, welcher Kunde kommt denn hier ran und denkt sich, wow, ist hier viel Müll? Ja, da geh ich meinen Kaffee trinken. So, was natürlich auch nicht fehlen darf, sind reparierte Fenster, damit die Witterungsbedingungen aus der Außenwelt hier im regnerischen Spandau natürlich nicht in deinem Kaffee landen oder deinen Kuchen aufweichen. Was ist noch hier im Arsch? Ist hier irgendwas noch im Arsch? Hier, die Scheiße. Wie sieht denn das aus? Hier wird erstmal ordentlich repariert. Da haben hier die Hooligans dagegen getreten. Ne? Somit bleibt's auch im Gebäude immer schön warm und gemütlich. Miau, miau, du Scheißding. Und wo wir auch schon von den schwierigen Witterungsbedingungen sprechen, gehen wir mal aufs Dach. Denn hier sieht es noch schlimmer aus als bei Uli Hoeneß nach einer schlimmen Magen-Darm-Grippe. Zack, Task completed. Du hältst jetzt sofort deine Fresse da unten. Change the wall covering or wallpaper. Wie machen wir denn das jetzt? So, Iverson, dann nehmen wir doch hier so, pass auf, so mit Blümchen. Das sieht doch gemütlich aus. Zack. 1, 2, 3, 4. Ach, guck mal an. Ist genauso stelle ich das Café mir von meiner Mom vor. Pass auf. So. Oh. Schaut doch mal. Für die Sicherheit dieses Ortes muss ich natürlich jetzt noch ein paar Rauchmelder anbringen. Damit wir auch hier sicher Speisen trinken können. Und damit haben wir zumindest, glaube ich, erstmal schon mal grob hier so ein bisschen die Innenräume. Wir haben ein bisschen was gemacht. Wir haben Toiletten. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben einen Trashcan. Alles super. Jetzt können wir uns mal darum kümmern, was wollen wir überhaupt verkaufen. Wir machen hier Pasta Carbonara. Dann möchte ich so eine schöne Pizza Cheese. Ein Turkey. Und dazu eine
Sushi, Käse. Und ganz zum Schluss, damit wir ein bisschen, ne, was haben, würde ich sagen, noch eine schöne Pilzsuppe. Das klingt doch klasse. Damit wir auch was verkaufen können, müssen wir natürlich hier auch die Ingredients holen. Ne? Das heißt, wir kaufen hier alles, was wir brauchen. So, ich habe das Ganze auf Amazon bestellt. Jetzt würde ich sagen, warten wir mal drauf, wann die Bestellung kommt. Ich meine, wir alle kennen ja Lieferservices, die dauern immer ziemlich... Ach, ist schon da! Ich fass es nicht! Der nette Bote hat... Als ob ich war zu Hause! Als ob der jetzt hier die Scheiße vorne auf meine Einfahrt gelegt hat, die kleine Ranzratte. Ey! I want to buy food and a bottle of vodka. Das finde ich nicht gut. Verpiss dich bitte. Ja, ja, werd ruhig wütend. Ist mir scheißegal. Also wirklich frech. Kaufe ich mir davon Wodka oder was? Und jetzt halt mal dein Maul. Dann bringe ich die Scheiße jetzt in mein Vorratslager. Ich habe gefühlt alles doppelt und dreifach gekauft, aber das ist in Ordnung. Das ist ja ganz schön mühsam, die Scheiße die ganze Zeit separat hier reinzubringen. Ah! Nicht mehr viel. Oh, die letzten beiden. Mein Gott, hat das lange gedauert. So. Was natürlich nicht fehlen darf, sind Geräte. Denn hier hinten machen wir unsere Ecke. Warte mal auf. So, wir shoppen jetzt. So, das ist doch mal eine Küche jetzt hier, oder nicht? Oder doch? Oder was? So, wir haben jetzt erstmal hier eine provisorische Küche hingestellt. Mit Kühlschrank, Wasserhahn, Ofen, Schneideplatz. Wir können hier richtig geile Scheiße verkaufen. Guck mal, easy. So, jetzt werden wir das noch ausstatten mit ein bisschen mehr. Da gehört natürlich jetzt noch ein bisschen mehr dazu. Beispielsweise hier so ein Ding. Ich glaube, das haben wir jetzt schon. Wir haben das verbunden, wir haben da Strom, das passt. Und jetzt werden wir hier ein paar Tische hinpacken, wo unsere netten, lieben Kunden sich natürlich auch einfach niederlassen können, um eine schöne Zeit zu haben. Halsmaul! Uno, ich mag das so ein bisschen versetzt. Und hier haben wir jetzt erstmal einen ganz schicken Raum für ein bisschen Stuff. Also, grundlegend, wir fassen kurz zusammen. Wunderbare Tapete, wir haben schon den Gastraum. Wir haben hier einen netten Verkaufsstand mit genug Platz, dass man hier auch was kochen kann. Unser Freezer ist voll mit leckeren Exquisitäten aus der Umgebung. Wir haben da draußen den Elch geschlachtet, ist ein anderes Thema. Fick dich, Katze. So, und jetzt fehlt das wichtigste Gut in einem Unternehmen. Die Angestellten, die weiche Ressource, nenne ich sie auch gerne, weil Menschen weich sind. Bisschen, außer die Knochen. Die menschliche Ressource, ne? Also Mitarbeiter. Hier, Oliver. Oliver ist der Typ, der hinten kocht. Der kann nämlich alles so ein bisschen. Und Alexa, die wird vorne die Leute annehmen, sobald ich High-Level genug bin. Oliver geht jetzt erstmal in die Küche. Oliver. Und damit, meine Damen und Herren, ist unser Restaurant betriebsbereit. Ist ein Grund zu feiern, bin ich early. Ich nehme mal einen Schluck von meiner nicen Apfelschorle hier. Oh. Oh. Können wir mal so ein Vorher-Nachher-Bild machen? Das sieht doch Hammer aus. Also, ich und Oliver. Ne? Oliver hier in der Küche, der ist schon bereiter denn je. Und hier unten können wir jetzt, glaube ich, unser Restaurant öffnen, oder? Okay, ja, let's go. Oh Gott, wo kommen Sie denn her? Okay, was kann ich für Sie tun? Huh? Turkey. Okay. Was? Ist er jetzt schon? Wo ist Oliver? Ach so! Ach, Oliver kocht jetzt. Das ist ja übel geil. Okay, junge Dame, einen wunderherzlichen. Oh, Sie wollen Pasta Carbonara. Huh? Fertig. Zack. Gut. Oh, sieht das lecker aus. Bringe ich dem jungen Herrn hier seinen...
Sein Essen? Mm-mm. Lassen Sie es sich schmecken, mein Herr. Meine junge Dame, was kann ich für Sie tun? Sushi Cheese will sie. Oliver macht das für sie ready. Das Spiel ist ja ultra geil. Guck mal, wie jetzt hier unser Oliver gerade die Küche reinhasselt, damit das Essen rausgeht. Geben Sie mir noch eine Sekunde. Er ist sofort ready, ja? So, take. Die kriegt jetzt erstmal... Alter, das ist einfach so ein PNG von der Carbonara. Wie geil. So, bitteschön, mein Herr, meine Dame. So, Sie wollen Sushi. Ja? Was will sie? Sushi Cheese. Psst. Zack. Sie setzt sich schon mal hin. Sie ist ein bisschen wütend. Aber er tatsächlich auch. Scheiße. Ja, mach ein bisschen schneller, Oliver. So, da ist Sushi. Das nehme ich und bring das hier der netten Kundin. Viel Spaß damit. Oh, jetzt haben wir schon drei. Das ist gar nicht gut. Wer ist er denn? Bauarbeiter Sam oder Wah? Ja, er ist ein bisschen sauer. Er will nicht so lange warten. Aber ja, was kann ich dafür? Wir sind hier Oliver. Der gibt sich Mühe. Das glauben sie gar nicht. Der ist fix unterwegs. Das geht so nicht. Du musst dich ein bisschen beeilen. So, vielen Dank. Mushroom Soup. Wo geht denn das nochmal hin? Hier zu ihm. So, Level up. Aber es ist noch lange nicht vorbei. So, Carbonara. Ey, ich kann nicht schneller, als ich mache, ja? Ich habe auch nur zwei Hände. Und Oliver erst recht. Pasta Carbonara. Kam hierhin. Die Frage ist, wie mache ich das am besten? Weil das ist hier ja ein Ansturm. Das hätte ich so nicht erwartet. Das ist ja echt heftig. Es ist vor allem 2.52 Uhr, mitten in der Nacht. Und die Leute strömen hier rein, als wäre das hier Meckes. Ja, also ich würde sagen, wir schließen gleich mal. So, Carbonara. Wem gehörte die? Ihm hier. So, ich schließe. Ja, verpisst euch doch. Verpisst euch doch, ihr Dreckigen. Guck mal, wie sie rauf... Was soll die Scheiße denn? Ey! Ey! Er hat mein Fenster eingeworfen. Der W... Entschuldigung. Nee. Das ist nicht sein Ernst. Meine Idee, die ich habe... Wir, ich habe richtig Bock, das Spiel zu spielen. Das ist ja der Hammer. Wir hauen hier vorne eine Steckdose hin, nehmen das Ding und packen das hier hin. Das heißt, wir haben jetzt hier hinten viel, viel, viel mehr Platz. Wir produzieren viel zu langsam. Wir brauchen mehr. Mehr. Das wird so geil. Das wird so scheiße geil. Schaut. Wir haben jetzt vier Leute, die alle arbeiten. Das Ding ist, Leute, dieses Spiel macht mir gerade viel zu viel Spaß. Ich habe nicht gedacht, dass das Spiel so geil ist. Okay, let's fucking go. Wir öffnen. Wir haben jetzt hier vier Leute, die komplett eskalieren werden. Da hinten kommen sie. Da kommt die erste Kundin. Leute, wir haben Kundschaft. Jetzt können wir auch richtig Massenproduktion machen. Neue Order. Boom, Mushroom Soup. Da wird direkt alles rausgesucht aus dem Dings. So. Erste Kundin, glücklich gemacht, hat direkt einen Tisch bekommen. Mushroom Soup ist sowas von in der Produktion. So, wo sind die nächsten? Ha! Madame, kommen Sie doch rein! Was haben wir hier? Pizza Cheese. Abfahrt. Guckt euch das an. Meine Armee. Meine Kinder. Ah! Halt die Fresse, du Katze da draußen. Als nächstes kommt wieder eine Mushroom Soup. Wir gucken uns hier an. Mushroom Soup. Und zwar bringen wir das dieser guten Kundin. Und die nächste Pizza, die kommt zu dieser guten Kundin. Oh. Kommt jetzt ein Feuerwehrmann? Warum? Oh ja, hier kommt die Feuerwehr. Oder so. Und ein Fußballspieler? To check your safety measures because the safety of your visitors comes first. We have three working smoke detectors. Alter! Ja, gerne! Ich wurde gerade geprüft. Ich habe absolut bestanden. Das ist ja der Hammer. So, Mushroom Soup. Gerne einmal herstellen. Oh, da kommen schon die nächsten Kunden. Wisst ihr, was ich mal mache? Kann ich die Preise erhöhen? Ich mache jetzt alles mal gelb, außer die Suppe. Ach, hier ist schon was ready. Mushroom Soup. Zack. So, Sie wollten eine Mushroom Soup? Was? Hier, Sie wollten eine Mushroom Soup? Hallo? Hey, bin ich komplett lost? Hallo? Nimm die Scheiß-Suppe! Kann er bitte die Suppe nehmen? Hatte ich nicht zuerst den Fußballspieler? Ja, ey, guck mal, ich brauche mehr Plätze. Die rennen mir hier die Bude ein.
Ahnung ist das denn? Cockroaches? Wie kriechen die jetzt weg? Tools. Hiermit. So. Ich würde sagen, dann schließen wir für heute. Die Leute kriegen jetzt noch ihr Essen. Hier wird auch noch gekocht, fleißig. Hier hinten. Sehr schön, Oliver. Sehr schön. Oder ist er Oliver? Ich weiß nicht. So, Mushroom Soup geht an den jungen Herrn hier drüben. Lassen Sie sich schmecken. Ey, ich will Sie gar nicht unter Druck setzen. Also wirklich so gar nicht, ja? Ich finde es so verwirrend, dass ich das Spiel legit geil finde. Das ist so ein Banger-Game. So! Schicht beendet. Da bin ich mal gespannt. Jetzt kümmern wir uns hier erstmal um die Cockroaches, die hier in der Küche ihr Unwesen treiben. Das geht ja gar nicht, ne? Also, die lassen wir jetzt erstmal ordentlich wegsterben. Gut! Meine Süßen, war ein wunderbarer Tag. Es war wirklich toll, aber ihr seid tatsächlich alle gefeuert. Habt noch einen wunderbaren Tag. Ihr habt wirklich super euren Stuff gemacht. Es war klasse. Kommt bitte niemals wieder. Ich bin jetzt, mache jetzt den Zuckerberg. Ja, ihr habt das mit mir aufgebaut, aber ich werfe euch jetzt raus. Ja, so ganz Profit haben wir jetzt natürlich nicht gemacht. Ich denke, das ist auch alles eine Frage der Zeit, ne? Aber ich muss sagen, wirklich wildes Game. Hätte ich wirklich nicht erwartet, dass das so cool ist. Hier. Jetzt steht da draußen schon wieder dieser Vollidiot. Da. Du hast mein Fenster eingeworfen. Komm her hier. Komm her hier. Hä? Du verpisst dich doch. Hier! Schwinde! Schwinde! Was? Dankeschön fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ey, wir sehen uns bald wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Haut rein! Lasst einen Kommentar, ein Like, ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Tschüss.